Guten Morgen, liebe Leute. Heute erfahre ich, ich bin Prio 3. Ich dachte, eigentlich ist ja jeder Prio 3, aber ich dachte, ich bin gar nichts. Aber offensichtlich reicht im Impfzentrum zu arbeiten, dafür Prio 3 zu sein. Und da freue ich mich. Ich habe natürlich mich schon für das freiwillige Angebot auf AstraZeneca eingeschrieben. Aber mir geht es eigentlich nur darum, schnellstmöglich die erste Impfung zu kriegen. Und ja, deswegen probiere ich mich doch da mal einzutragen. Aus Erfahrung weiß ich, Prio 3 heißt nicht viel, heißt, das kann noch sehr lange dauern. Und ich bleibe da auch mal beim Arzt eingeschrieben und mal gucken, was so passiert. Aber es ist ja schon mal wieder ein Lichtblick mehr. Und den möchte ich natürlich auch wahrnehmen. Und deswegen, 10 Uhr wird hier so ein Feld im Internet freigeschaltet auf impfzentrum.bremen.de. Das ist auch das, was wir den Leuten jetzt erzählen an der Hotline. Und dort kann man sich dann eintragen auf eine Warteliste. Ja. Leute, ich check gerade meine E-Mails und da steht, Sie sind dran. Und ich habe einen Moderna-Impfstoff zugelost bekommen. Und das kann man sich ja nicht aussuchen. Also, rein damit. Ne? Und ja, habe ich mir direkt gebucht. Also, morgen geht's los und ich nehme euch mit. Ach ja, und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mir die Nebenwirkungen durchgelesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so geil klingt das nicht. Die am häufigsten berichteten Impfreaktionen in den Zulassungsstudien waren Schmerzen in der Einstichstelle, mehr als 90%. Ist okay. Müdigkeit, 70%. Ist okay. Kopf- und Muskelschmerzen, mehr als 60%. Ja, da fängt es schon an. Dann Gelenkschmerzen und Schüttelfrost mehr als 40%. Pff, das klingt nicht nett. Dann Übelkeit oder Erbrechen mehr als 20%. Also das will ich nicht haben. Da hört es bei mir auf. Nee, also ja, wenn ich dann Kopfschmerzen habe, nehme ich eine Kopfschmerztablette, ist okay. Fieber und Schwellung an der Einstichstelle jeweils 10%. Ja, Fieber nehme ich auch noch, aber ich habe ja ein Problem damit, wenn mir schlecht ist, ne? Das mag ich gar nicht. Aber, ne? Immer noch rein damit. kann ja nur besser werden, ne? Kann ja nur besser werden. Guten Morgen, liebe Leute. Ton geht? Ja. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist der Tag X. mir geht's an den Kragen. Und ich werde meine erste Impfung erhalten. Um 10.57 Uhr geht der Zug. Der Bus geht dann. Und dann 12.05 Uhr geht's rein in die Venen. Hatte ich die Venen, ne? In die Zellen. So, jetzt warte ich erstmal auf den Bus. Der kommt hier in 10 Minuten. Mit dem Fahrrad dahin gefahren, hier zur Bushaltestelle. Ich muss erstmal nach Bremen reinfahren. Aber ja, das Problem ist, es regnet und ich habe diese Regenjacke noch nie gebraucht. Aber heute brauche ich sie und heute hat sie meine Freundin mitgenommen. Super. So, wie das nun mal so ist bei öffentlichen Verkehrsmitteln. Man ist entweder gnadenlos zu früh oder gnadenlos zu spät. Und ich bin jetzt gnadenlos zu früh. Aber besser das als zu spät. Da hinten ist eine Halle 5 und die Halle 7 und da muss ich hin. Was ich glaube 7 ist, es ist 7. Und ja, ziemlich einfach zu finden, würde ich sagen. Große 5, große 7. Easy. Ja, wie man sieht, ist das super leer. Hier ist niemand. Also dafür, dass hier Tausende pro Tag geimpft werden. Echt gut organisiert, würde ich mal sagen. Da hinten ist die Halle 5. Da ist die Halle 7 und hier parken alle. Parkplätze sind auch super entspannt. Ich würde sagen, keinerlei Probleme. Hier haben die sowas aufgebaut mit Warteschlangenmäßig. Aber das wird natürlich heute nicht gebraucht. Ne? Manchmal wird das vielleicht gebraucht. Dann gehe ich jetzt mal rein. Es ist 5 nach. Das ist mein Termin. Und da drin werde ich nicht filmen. Außer ich werde fragen, ob ich den Shot filmen darf. Jo, Schweinerei. Ich durfte nicht filmen. Naja, aber ich bin jetzt geimpft und jetzt geht's zu einem Kumpel. Wenn ich schon mal in Bremen bin, ne, dann nutze ich das auch aus. Und
Yep, einmal geimpft. Das war extrem gut organisiert. Also wirklich, muss man mal Props an die Leute da, die das organisieren. Da ist man reingegangen, man fühlte sich direkt abgeholt, die Leute haben einen angesprochen, jo, jetzt geht's dahin, jetzt geht's dahin, jetzt geht's dahin. Und im Prinzip das Längste, was gedauert hat, war auf den Arzt zu warten, auf das Arztgespräch. Ne? Hast da deine Sachen, deine Zettel dir durchgelesen, das, was ich eh schon da per E-Mail bekommen hatte, konntest du eben ankreuzen hier, dass es dir gut geht oder auch nicht, hast du für Vorkrankheiten hast, etc. Und ja, da hast du im Prinzip, also da habe ich bestimmt 25 Minuten gesessen. Dann ja, 5 Minuten Arzt, oh nee, ein paar Minuten Arztgespräch, also. Ja, ich habe den 2 Fragen gefragt, also ich habe die Ärztin, die im Wert sind, 2 Fragen gefragt. Und zwar, ja, am Ende wollte ich eigentlich 3 Fragen, aber die erste habe ich mir bereits nochmal durchgelesen. Und zwar wollte ich, wenn ich jetzt irgendwie Schüttelfrost, Fieber oder Schmerzen oder Kopfschmerzen oder so kriege, ob ich mir dann Paracetamol oder Ibu nehmen kann. Und das stand bereits in den Zetteln, kann man machen, wenn man möchte, kann man noch den Hausarzt fragen. Werde ich jetzt nicht machen. Und ja, aber es ist jetzt schon 6 Stunden danach. Mir geht's super. Außer der Arm, mit dem ich die Kamera gerade halte. Ich nehme mal lieber jetzt den anderen Arm. Oh. Das zieht schon ein bisschen. Aber da sitzt halt, da ist halt die Spritze reingehauen worden, ne? Und was ich auch noch fragen wollte, ist, ob die Antigen-Tests jetzt positiv ausfallen, weil ich ja jetzt, ne, Antigene auch produziere oder bald bekommen werde durch die Impfung. Aber sie meinte, die Tests sind nicht sensibel genug, um die paar Antigene, die ich dann produziere, nachweisen zu können. Heißt, die könnten theoretisch positiv ausfallen oder eher positiv ausfallen, als wenn ich gar nicht mich geimpfen lassen würde. Aber wird wahrscheinlich immer noch so wenig sein, als dass die Antigentests nicht anschlagen. Interessant. Weil mich hatte tatsächlich eine Frau mal angerufen im Impfzentrum, die Angst hatte, dass ihre Impfung nicht gewirkt hat, weil der Antitest, weil sie hat danach einen Antigentest gemacht und der war negativ. Und dann meint sie, ja, die Impfung hat nicht gewirkt. Ich sage, ja, da muss man vielleicht nochmal einen Arzt fragen, ob das so stimmt oder stimmen kann. Und tatsächlich sagt das nichts aus über die Wirksamkeit der Impfung. Denn die Antigentests sind anscheinend nicht sensibel genug, um die paar Antikörper dann nachzuweisen, die man da schon nach der Impfung produziert. Wieder was gelernt, ne? Jo. Und was ich auch noch gefragt hatte, war, was gegen Übelkeit helfen könnte. Weil ich hasse Übelkeit, ne? Also. Und da meinte sie. kein Wasser mit Kohlensäure trinken und trockene Sachen essen, wie Brot und so. Und ja, also Hausmittel, meinte sie. Ne? Und Ingwertee, hat sie gesagt. Also sie wollte mir da keine Drogen geben. Ja, und das war das aber nicht dieselbe Ärztin, die mich dann geimpft hat, wie die aus dem Gespräch. Die im Gespräch, die saß hinter einer Glaswand und hat mich aufgeklärt. Geimpft haben mich aber so 2 Bundeswehrsoldaten. Ärzte. Ich weiß nicht mal, ob das Ärzte waren. Die hatten einfach eine Bundeswehruniform an und sie hat das aber, also es waren 2 Frauen. Also eine, die mich aufgeklärt hat und die zweite war ein bisschen jüngerer, ein bisschen dünner. Die hat mir dann den Shot gegeben und hat die sehr gut gemacht, muss man sagen. Tat nicht weh. Ging schnell und ja, ich durfte nicht filmen. Durfte ich nicht. Mist. Naja. Und dann hat man mir gesagt, ich soll noch eine Viertelstunde mich hinsetzen. Nee, also nach 5 Minuten bin ich wieder gegangen. Also ich sitze ja nicht da 15 Minuten, warte auf, darauf, dass irgendwas passiert, ne? Nee, mach ich nicht. War okay alles. Guten Morgen, liebe Leute. Der Morgen danach. Und ich muss sagen, ja, der Arm. Der tut ziemlich weh und ich konnte auch irgendwie nicht auf dieser Seite mehr schlafen, weil er so weh tut. Und boah, das ist wie heftiger, also wenn einem da richtig einer voll raufgehauen hat und man hat da fetten blauen Fleck und ja, draufdrücken ist auch nicht so cool. Aber sonst alles easy, ne? Wenn ich es beschwören müsste, würde ich sagen, es bin so
bisschen unter Strom, auch ganz leichte Kopfschmerzen, wobei ich auch nicht weiß, ob es nicht kommt, weil ich nicht gefrühstückt habe und oder erst um 12 Uhr gefrühstückt habe und der Kaffee auch ein bisschen spät kam. Ansonsten, ja, tut mir leid, das ist jetzt ein unspektakuläres Video, ne? Ist halt auch nur eine Impfung. Es ist Donnerstag, also exakt Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 5 Tage nach der Impfung. Und ich habe gar nichts mehr, auch keine Schmerzen mehr an der Einstichstelle. Ich merke auch nichts. Auch gestern war das schon weg. Ich habe einfach nur gestern keine Zeit gehabt, ein Video zu drehen. Auf jeden Fall, ja, mir geht's super. Das waren ja 3 Tage lang Armschmerzen, 2 Tage lang nicht auf der Seite schlafen und alles top. Und ich kann es definitiv allen weiterempfehlen. Lasst euch impfen. Du, lass dich impfen. Scheiß drauf auf den Impfstoff. Ob jetzt BioNTech, Schmiontech oder Moderna, Schmoderna oder AstraZeneca, Schmenica oder Johnson & Johnson, Schmonzen. Also, go for it und see ya.